DF. Und das sehen Sie jetzt im Auslandsjournal XXL. Milliardensummen für Afrika. Was bringt Entwicklungshilfe? Afrika. Armut, Hunger, Korruption. Hat die Entwicklungshilfe versagt? Ist sie sogar schuld an Not und Elend? Die Menschen hier glauben, nur jemand von außerhalb könne ihre Probleme lösen. Aber kann Afrika ohne Bildung, Know-how und Kapital von außen auf die Beine kommen? Kann der Kontinent ohne Entwicklungshilfe überleben? In einem sind sich alle einig. Afrika braucht Entwicklung. Über das Wie streitet man sich. Guten Abend und herzlich willkommen zu einem Auslandsjournal XXL. Darf man das überhaupt? Täglich sterben mehr als 24.000 Kleinkinder an Hunger, Krankheit und Krieg. Darf man da ernsthaft Entwicklungszusammenarbeit hinterfragen? Und fragen, ob gut gemeint automatisch auch gut gemacht ist? Seit Beginn der Hilfe sind über 2 Billionen Dollar, das sind immerhin 2.000 Milliarden Dollar, in die ärmeren Länder geflossen. Und dennoch steht Afrika heute schlechter da als vor 50 Jahren. Was also läuft schief? Und warum schafft es Asien so viel besser? Haben wir, wie Kritiker ätzen, überwiegend korrupten Eliten ihre Schweizer Bankkonten finanziert? Behindern wir mit der Hilfe Eigenverantwortlichkeit? Auch afrikanische Intellektuelle fordern immer häufiger ein Ende der jetzigen Form der Entwicklungszusammenarbeit. Unser Afrika-Korrespondent Jörg Brase hat einen davon getroffen. Entwicklungshilfe ist ein Fluch, sagt James Shikwati. Er will uns den Schaden zeigen, den sie in Afrika anrichtet. Shikwati gehört zu einer Gruppe junger afrikanischer Wissenschaftler, die von sich reden machen, weil sie die Abhängigkeit von westlicher Hilfe radikal beenden wollen. Er führt uns zu einer Straße voller Schlaglöcher mitten in Tansanias Hauptstadt Dar es Salaam. Hier, sagt er, werden wir ihn finden, den Fluch der guten Tat. Wie sollen wir an so einer Straße Geschäfte machen, schimpft die Händlerin. Was habt ihr dagegen unternommen, fragt Shikwati. Habt ihr eure Politiker aufgefordert, die Straße zu reparieren? Die sagen nur, wir sollen hier keinen Dreck machen und die Umwelt sauber halten. Vor den Wahlen machen sie tolle Versprechungen, meint die andere. Doch jetzt sind sie korrupt und nichts passiert. Stattdessen werfen sie uns vor, hier Dreck zu machen. Aber schaut euch das hier an. Und jetzt, fragt Shikwati, wir beten, dass die Amerikaner kommen oder die, die du mitgebracht hast. Die kommen aus Deutschland. Ja, die Deutschen oder die Amerikaner, die sollen uns die Straße bauen. Ihr wollt nicht eure Wählerstimmen einsetzen? Wählerstimmen? Wofür? Es kommt ja keiner von unseren Leuten, um uns zu helfen. So werden die Schlaglöcher erstmal bleiben. Keiner tut etwas. Irgendwie wird es schon klappen. Diese Leute hier wissen vielleicht gar nicht, dass sie die Opfer der Hilfsindustrie geworden sind. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, was die Geldgeber diesem Kontinent angetan haben. Wenn die Leute sagen, unsere Regierung hilft uns nicht, warten wir lieber auf die Amerikaner oder die Deutschen, die bauen schon eine Straße, dann zeigt das, Volk und Regierung haben sich voneinander abgekoppelt. Die Menschen glauben, nur jemand von außerhalb Afrikas könne ihre Probleme lösen. Und die afrikanischen Regierungen fühlen sich für ihre Völker gar nicht mehr verantwortlich. Das ist das Ergebnis von 50 Jahren Entwicklungshilfe und das ist sehr gefährlich. Entwicklungshilfe bedeutet vor allem Entwicklung zur Unmündigkeit, sagt Shikwati. Den Menschen geholfen habe sie kaum. Milliarden wurden auf den Kontinent gepumpt, doch den meisten Afrikanern gehe es heute schlechter als vorher. Ohne Entwicklungshilfe wäre Afrika heute vielleicht besser dran, also weg damit. Afrikaner gab es auf diesem Kontinent schon, bevor die Entwicklungshilfe erfunden wurde. Und sie wurde erfunden von den Kolonialisten, um ihren Einfluss in Afrika zu erhalten. Der Punkt ist, selbst wenn ihr uns den Geldhahn zudreht, na gut, dann bekommen wir halt keine Hilfe mehr. Deshalb wird Afrika nicht von der Landkarte verschwinden, denn wir haben Rohstoffe, die die Industrieländer brauchen. Aber wir müssen endlich die Hoheit über den Handel mit unseren eigenen Produkten bekommen. Die Geberländer müssen unseren Produkten einen Handelswert geben, anstatt sich hinter Entwicklungshilfe zu verstecken, nur um billig an unsere Rohstoffe zu kommen. Musik
Denn nach wie vor werde Afrika ausgebeutet von Ausländern. Die Schätze werden aus dem Land geschafft, die Bevölkerung bleibt arm. Weiterverarbeitung und Vermarktung übernimmt der ausländische Investor. Der bekam den Auftrag, weil seine Regierung die afrikanischen Machthaber mit Entwicklungshilfe lockte. Das nennt sich dann Aid for Trade, Hilfe für Handel. Aid for Trade gives the donor again. Mit Aid for Trade kann mal wieder der Geldgeber bestimmen, was ein armes Land exportieren darf, welche Güter es produzieren darf. Lasst uns doch dieses Wort Hilfe abschaffen. Lasst es uns als das benennen, was es ist. Investitionskapital, Beteiligungsgesellschaften, Bankgeschäfte. Hört auf, es Hilfe zu nennen. Dieses Wort ist irreführend. You don't need to really call it aid, because that term aid is totally misleading. Die afrikanischen Machteliten können sich auf die Mehrung des eigenen Reichtums konzentrieren, weil ihnen das System der Hilfsorganisationen zu Hause die Arbeit abnimmt. Die Helfer kümmern sich um ihre Völker, bauen ihnen Straßen und Krankenhäuser. Und die Helfer tun es gerne, behauptet Chikwati. Ich will den einzelnen Helfer nicht kritisieren, er meint es ja gut. Es geht um das System dahinter. Es ist nicht zu weit hergeholt, wenn ich sage, die Hilfsorganisationen sind die ersten, die Afrika als einen armen Kontinent darstellen. Sie brauchen diese Wahrnehmung, um Spenden zu bekommen. Sie stehen immer bereit, um den Medien zu erzählen, wie schlecht es um Afrika steht. Die Hilfsindustrie muss Afrika in der Abhängigkeit halten, um das eigene Überleben zu sichern. Beispiel: die Millenniumsziele der Vereinten Nationen. Bildung für alle, Armut halbieren, Malaria bekämpfen, das alles bis 2015. Ehrgeizige Ziele, meint Chikwati, zu ehrgeizig und das ganz bewusst. Diese hohen Ziele wurden aufgestellt, damit Afrika sie nicht erreicht und sich mit diesem Scheitern für weitere Hilfe qualifiziert. Wir müssen einfach auch Folgendes erkennen. Irgendjemand braucht Statistiken, um zu rechtfertigen, warum die Hilfsindustrie genauso weitermachen muss wie bisher. Ein anderes Ärgernis sei die Privatisierungspolitik der Weltbank. Beispiel die Wasserbetriebe von Dar es Salaam. Tansania, hochverschuldet, will Schuldenerlass. Kreditgeber Weltbank fordert als Gegenleistung die Privatisierung der maroden Wasserversorgung. Dafür gibt es den Schuldenerlass und gleich einen neuen Kredit. Deutsche und Briten übernehmen den Laden und scheitern. Tansania muss die Wasserversorgung wieder übernehmen, am Ende wohl wieder mit Entwicklungshilfe. Ein undurchsichtiges Spiel, kritisiert Chikwati. Wenn die Machteliten privatisieren wollen, um sich den öffentlichen Besitz selbst anzueignen, dann bestehlen sie ihre Bürger. Wenn die Industrieländer die Entwicklungsländer dazu zwingen, zu privatisieren, um ihre eigenen Firmen ins Spiel zu bringen, ist das auch Diebstahl. Denn das System ist nicht offen und transparent. Am Strand von Bagamoyo, eine ehemalige Sklavenfestung. Von hier wurden sie einst verschifft, nach Europa, nach Amerika. Chikwati will mit den Fischern reden. Sie sind arm, ohne Perspektive. Das afrikanische Hilfetrauma, sagt er, wir werden es auch hier finden. Wir brauchen Geld für neue Boote, sagt der Fischer. Wo soll es herkommen? Naja, wir haben hier in Bagamoyo keine Fischfabrik. Wenn ein paar Investoren hierher kämen, könnten die doch eine Fabrik bauen. Wer soll denn hier investieren? Die Ausländer sollen kommen und die Fabrik bauen. Wir glauben nicht, dass die Hilfe hier aus Tansania kommt. Da ist es wieder, das fehlende Vertrauen in die eigene Kraft, in die eigene Regierung. Wir müssen wieder eine Verbindung herstellen zwischen den Menschen und ihrer Regierung. Die Regierung muss sich wieder für die Menschen verantwortlich fühlen. Wer oder was hat diese Beziehung zerstört? Und genau da beginnt meine Diskussion um den Effekt von Entwicklungshilfe. Und diese Diskussion, sagt er, muss in Afrika von den Afrikanern selbst geführt werden und nicht wieder in Europa oder Amerika von denen, die unsere Köpfe und unsere Wirtschaft kolonialisieren, bis heute.